Mit diesem Video möchte ich wieder mal ein paar oder eine Funktion der NDI Tools für Inventor vorstellen. Jetzt geht es mir um den Eigenschaftseditor für die oder von den NDI Tools für Inventor. Für den Eigenschaftseditor habe ich hier zum einen erstmal eine ganze Reihe von Einstellungen. Also wir finden wieder diese NDI Tools hier hinten auf der rechten Seite und die Einstellung können wir entsprechend hier wählen. Ich habe die schon mal aufgemacht. Und wir können jetzt hier aus den vorhandenen Standardeigenschaften auswählen, können aber auch benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen und so weiter. Und diese Eigenschaften werden uns hier unten auch nochmal angezeigt. Hier haben wir Möglichkeiten, den Anzeigename, Beschreibung und so weiter zu editieren. Wir können verschiedene Einstellungen vornehmen und auch auf Listen zugreifen, die wir wiederum mit erweiterten Optionen uns unter Umständen auch als aus Tabellen ziehen. Das ist allerdings dann eine Funktion einer höheren Ausbaustufe der NDI Tools. Aber nichtsdestotrotz können wir also eine ganze Menge konfigurieren hier in diesen Einstellungen erstmal und ich habe hier schon mal ein paar Kleinigkeiten konfiguriert und gehe jetzt mal in diesen Eigenschaftseditor rein. Der hat den Vorteil, wir können den eben wahlweise genauso wie die neuen Formulare vom Inventor auch mit hier einfach in die Inventor-Umgebung hier einklinken, ne, das so, dass der praktisch meinetwegen wie das Volt-Fenster hier auf der rechten Seite genauso mit zu sehen ist an der Stelle, können den aber auch, wie gesagt, einfach hier mal mit so frei schweben lassen an der Stelle. Wir sehen, es gibt eine kleine Vorschau, die können wir uns auch ausblenden und wir können jetzt wahlweise uns nur die Baugruppeneigenschaften anzeigen lassen. Ich habe jetzt nicht viele Eigenschaften definiert, das ist bloß die Beschreibung und das Gewicht und wir sehen, an welchem Speicherort befindet sich diese Datei. Ich kann allerdings auch hier gleich direkt auf die ausgewählten Komponenten zugreifen und je nachdem, welche Komponente ich hier auswähle, wir können dort auch nochmal die Vorschau mit einblenden dazu, werden mir entsprechend die Eigenschaften der Komponente hier angezeigt. Bei Bauteilen wie hier beispielsweise, oder schauen wir mal hier, diesen Zylinderstift, der kommt natürlich aus dem Inhaltscenter und jetzt weiß ich nicht, ob man das, oder ich denke, man sieht das, den Unterschied gegenüber den anderen Bauteilen. Inhaltscenter-Teile sind ja entsprechend schreibgeschützt und damit wird auch hier das ganze Formularfeld rot dargestellt, wird hier nochmal gezeigt, dass das eine schreibgeschützte Komponente ist, also eine Änderung hier nicht möglich ist. Aber gucken wir uns mal eine andere Komponente an. Die könnten wir hier beispielsweise in der Beschreibung oder in der Bauteilnummer verändern. Was ich hier aber auch eine sehr interessante Geschichte finde, ist diese Materialzuweisung. Denn ich habe hier mal in unserer CATSIS-Materialbibliothek, die ich hier intern mal erstellt habe, mal verschiedene Kategorien definiert. Und während diese Kategorien, ich zeige das nochmal in der Materialbibliothek, so bloß mal mit hier rüberholen. Während diese verschiedenen Kategorien bei der Materialbibliothek ja bloß, sagen wir mal, einen sortierenden Charakter haben, ne, und keinen Charakter, auf den ich tatsächlich dann beim Zuweisen des Materials zurückgreifen kann, ist es bei den NTI-Tools und bei dem Inventor-Eigenschaftseditor eben doch so, dass ich hier gezielt auf eine Kategorie, beispielsweise die unlegierten Baustelle, zurückgreifen kann und dann werden mir eben nur die Materialien der Kategorie eingezeigt und ich kann entsprechend das Material dieser Kategorie direkt auf das entsprechende Bauteil zuweisen.
Ja, also das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, um iProperties hier zu verwalten und immer zuzuweisen, sicherlich dieser iProperty-Editor, den man dann hier immer einfach mit in dem Seitenfenster laufen lassen kann. Eine ganz interessante Geschichte. Also das ist eine weitere schöne Funktion der NTI-Tools für Inventor und ich stelle natürlich hier auf YouTube noch eine Reihe weiterer solcher Funktionalitäten vor.